was man mit dem Tobilotta-Digital-Geschenkpapier außer Geschenke einpacken sonst noch machen kann, zeigen wir euch in diesem Video. In der Vorlage gibt es 10 verschiedene Motivpapiere, die von Hand liebevoll gestaltet wurden. Für die erste DIY-Inspiration schnappt ihr euch ein Musterpapierblatt nach Wahl und klappt eine auf die andere Hälfte, um oben und unten ein paar Einknicke zu machen. So markieren wir die Hälfte. Dann öffnet ihr das Ganze, nehmt euch eine Seite und faltet sie knapp über die markierten Stellen, also knapp über die Mitte. An der Kante bringt ihr etwas Kleber an und klappt die andere Hälfte über die erste, um sie dann festzukleben. Faltet die untere, schmalere Kante nach oben und rechts und links die Ecken nach oben zur Kante hin. Das Ganze aufklappen und die Ecken nach innen falten. Dann schnappt ihr euch die untere Kante und faltet sie knapp über die Hälfte. Etwas Kleber anbringen und denselben Schritt mit der oberen Kante wiederholen. Und so hat man ganz schnell und einfach eine Geschenktüte für Geschenke gebastelt. Wenn auf DIN A4 Papier gedruckt, für kleine Geschenke, und wenn auf DIN A3 Papier gedruckt, finden auch große Geschenke Platz. Noch eine Schleife anbringen und fertig ist eure selbst gebastelte Geschenktüte. Für die zweite DIY-Inspiration schnappt ihr euch wieder ein Musterpapier nach Wahl und faltet die längliche Kante nach oben zur Hälfte. Dann dreht ihr das Ganze mit der kürzeren Seite vor euch hin und faltet die oberen beiden Ecken zur Mitte hin, so dass oben ein Spitz entsteht. Das Papier wieder umdrehen und beide Kanten nach innen falten, die obere und die untere. Etwas Kleber anbringen. Das Ganze wieder umdrehen und die kürzere Seite einmal nach oben falten. Und so hat man ganz einfach ein Kuvert oder einen Briefumschlag für kleine Geschenke oder tolle Briefe gebastelt. Dann braucht man nur noch eine Adresse anzukleben oder hinzuschreiben, das Ganze zu frankieren und ab die Post. Für die dritte DIY-Inspiration nehmt ihr euch eine Papprolle und befüllt sie mit kleinen Geschenken oder Süßigkeiten. Man könnte auch Geldscheine reinpacken. Die Papprolle beklebt ihr dann mit dem Tobilotta Geschenkpapier. Wichtig dabei ist, dass das Geschenkpapier übersteht und ihr die Kanten nach innen falten und ankleben könnt. Aus einem weißen Stück Papier, welches ihr zur Hälfte faltet, schneidet ihr euch einen ovalen Kreis mit 2 Laschen oben. In etwa so, wie wir das machen. Dann malt ihr euch auf der Vorder- und auf der Rückseite jeweils eine Flamme. Klappt die Laschen auf, bringt etwas Kleber an und klebt das Ganze oben an der Papprolle fest. Und so hat man eine originelle Geschenkpackung in Kerzenform gebastelt, zum Aufstellen unter dem Weihnachtsbaum. Für die nächste Idee nehmt ihr euch ein Stück Buntpapier und umklebt die unbedruckte Geschenkpapierseite. Faltet das Ganze zur Hälfte, verschönert die Vorderseite und an der Innenseite könnt ihr ein tolles Rezept ankleben oder hinschreiben. Wir haben uns für ein einfaches Keksrezept entschieden. Dann nimmt man sich ein paar Keksausstecher und tut sie in ein Marmeladenglas. Dann schnappt man sich ein weiteres digitales Geschenkpapier, malt einen großen Kreis drauf und schneidet den aus. Der Papierkreis wird über den Deckel gestülpt und mit einem Faden, einer Schnur oder Geschenkband zugeknotet.
So hat man eine schnelle und einfache Geschenkidee mit gleich zwei Musterpapiere gebastelt. Natürlich kann man das Tobi-Lotta-Geschenkpapier ganz klassisch verwenden, um Geschenke einzupacken. Das Papier ausdrucken, tolle DIYs daraus basteln oder ganz klassisch Geschenke einpacken. Es ist ganz euch und eurer Kreativität überlassen, wie ihr das digitale Tobi-Lotta-Geschenkpapier verwenden wollt. Und übrigens, auch unter dem Weihnachtsbaum macht das Geschenkpapier einen schönen Eindruck. Die Vorlage gibt es zum Herunterladen im Tobi-Lotta-Vorlagenshop. Tobi-Lotta.ch